So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed 1. Nachdem jetzt letzte Zeit nur 4 Multiplayer gab von dem Spiel, gibt es jetzt wieder die Challenge-Serien. Und das liegt daran, weil ich jetzt nicht aufnehmen konnte. Weil mein Aufnahmeprogramm hat mir dann gesagt, ja, du brauchst Auflösung von 1024x768, sonst läuft das Programm nicht. Nee, eine Auflösung von 1080 ist weit drunter, das ist Full HD, ist weit unter der Auflösung natürlich. Und deswegen hat das Programm nicht gestartet. Egal, was ich gemacht habe, hat mir extra von drüben bei meiner Oma steht noch ein alter Flachbildschirm, ja. Ja, der hat eine Auflösung von 1024, aber trotzdem läuft es darauf auch nicht. Egal, jetzt habe ich ein anderes Programm und damit geht es. Und für die, die mir jetzt die ganze Zeit zu bei mir, es gibt so einen Cheatcode. Da ist er, ich habe mir einen gegeben, die IAM-Challenge war mal letztes. Gibt ja, durch Cheatcode kann man die ja freischalten. Ist für mich eigentlich kein richtiger Cheat. Ich frage mich, warum die nicht direkt von Anfang an so frei ist. Aber egal. So, auf jeden Fall haben wir noch eine extra Challenge, die wir hier bestreiten können. Vielleicht wird das für die Monate noch mehr. Dann wird das jetzt natürlich immer wieder nochmal fortgesetzt. So. Was ich auch noch erreichen will, ist über Gold. Weil dann kriegen wir, ihr seht, ich habe hier überall schon mal auf Gold gefahren. Kriegen wir nämlich, kriege ich eine Trophäe und das will ich auch haben. Desert Valley, ja, da bin ich mal kurz so spaßhalber, weil ich mal Lust drauf hatte, das erste Rennen gefahren, das fahren wir aber nochmal. Weil ich hatte Langeweile und musste mal ein Rennen fahren, um mich mal ein bisschen abzuregen. So, Sprintrennen, beenden das Rennen als erste atemberaubende Rennen im Gebiet der Panamint Range. Wir sprechen heftige Action. Oh yeah. Und wir dürfen alle Stufe 3 Wagen fahren, das ist doch schön. Suche mal den meist mit der besten Beschleunigung, 4,2. 4,... Ja. Den kriegen wir erst hier frei, wenn wir hier Carbon, wenn wir in allen Sachen Carbon haben. Nein, natürlich Bronze. Das ist natürlich auch eine ziemlich coole Karre, aber ich glaube, wir nehmen den getunten Supra einfach, weil den schalten wir nur Multiplayer frei. Ich glaube, ich habe den euch noch nicht gezeigt gehabt. Deswegen können wir den nochmal fahren. Ja, den, ja, ist mir egal. Tolle Sache. Naja, sehen wir, kann ich jetzt halt keine Listen hier überprüfen. Das finde ich ganz dufte. Also kriege ich jetzt hier keine Speedball, XP. Da mir das nette Spiel jetzt gerade mal gesagt hat, ne, wir loggen dich mal aus. Ich finde, du gehörst nicht ins Internet rein. Du solltest da ganz schnell raus. Und wie ihr seht, ich bin ja noch eingeloggt bei PSN, aber nur bei NFS wieder nicht. Oh, okay, ich verstehe das. Nicht wirklich, aber hey. Naja, wollen wir mal. Muss das Rennen einfach nochmal fahren. Egal, ob Gold oder was. Weil ich habe das ja schon mal gefahren. Oh, ich bin jetzt schon schneller als meine letzte Zeit. Da bin ich ja für eine Karre gefahren. Ja, die Gegner sind jetzt bei dem Rennen, so wie ihr seht hier, nicht wirklich das Problem. Eher mein Fahrstil. Ja, wie ihr seht, ich habe schon Zeit verloren, egal. Ich sollte mal wieder den Soundtrack mal ein bisschen anhören beim Rumsurfen im Internet, im World Wide Web. Geh direkt gleich, ich muss mal kurz vorbei, Mann, ey. Sicher nicht hier. Auch nicht. Sicher, dass du das probieren möchtest. Okay, da war eine Abkürzung. Egal, mit unserem Supra sind Abkürzungen jetzt eh nicht das Beste, was uns. Die sind ziemlich aggro drauf, die Kollegen, ne? Sind solche extra, die so schön auf Fresse wollen. Ja. Was, damit lege ich mich gerne an. So, jetzt sind wir hier bei Abkürzung, weil die ist doch etwas knallhärter abgekürzt als die anderen Sachen. Ja, ihr seht, das bringt einen deutlichen Vorteil hier. Irgendwie ist mein rechter Stick, also zum Hintergucken, irgendwas ist da gerade dazwischen gerade. Ein Krümel, keine Ahnung, weil er kratzt ein bisschen beim Bewegen. Und das ist nicht schön. Ich muss mal gleich mal kurz, wenn ich fertig bin, mal kurz ein bisschen hin und her bewegen. Ist irgendwas reingerollt in das nette Teil. Und schön. Eigentlich hatte ich ja vorher wieder nur mit Flaps auszunehmen und meine Stimme und so auch. Aber das ganze Sound einstellen und so, das habe ich einfach keinen Bock zu. Wenn damit heute ist einfach besser, weil ich dann einfach Spiel auf volle Pulle laufen lassen kann. Und meine Stimme einfach dem Spiel anpasse. Oder das Spiel eben an meiner Stimme, egal, das kann ich alles im Nachhinein noch machen. Und who cares dann? Das ist schöne Mucke, die ist toll. So lonely wider in der worldwide besten du. Oh Gott. Ja,
Ja, okay, den Gegner. Okay, ja, Platin wollte ich eh nicht. Ich finde Platin total hässlich, die Medaille. Und Gold wird das. Gold wird es noch gut geschafft. So, mal kurz das Stick jetzt mal hin und her bewegen. Irgendwas ist da drin. Ich finde das nicht schön. Na, jetzt geht er wieder gut. Ist wieder alles heile. So, Rennen beendet. 2 XP. Natürlich Autolock-Empfehlung kriegen wir jetzt keine. Rennen halten. Ja, 280 ist jetzt nicht viel. Perfektes Rennen. Ja, das ist doch ganz gut. Ihr seht, bin mittlerweile schon Level 24. Und ja. Das alles durch die Online-Rennen, die wir jetzt letzte Zeit gemacht haben, die ich oft gezockt habe mit Semirko 20, Jojo und Deathspawn. Und ja, das steckt mir doch ganz ordentlich auf. Jetzt reicht, wenn man dann so hier so vier hintereinander, erster, zweiter, dritter, vierter wird. Okay, Jojo war immer ziemlich weit hinten, aber erstens drei Plätze haben wir ziemlich oft geholt. So, Hölle auf Reh, dann Sprintrennen, beenden das Rennen als erster. Ja, 10 Exoten, 7 Spitzkern, eine Ziellinie und 0 Platz zum Atmen. Okay. Okay, wir können also nur Stufe 3 Exoten fahren. Dann gucken wir nochmal 4,5. Das ist ein scheiß Auto, das man hier zur Auswahl hat. Ja, nichts gegen den Carrera, aber der ist jetzt nichts Besonderes. Naja, fahren wir den Exige Cup. Du kehrst, ne? Was haben wir hier für Stylebacks? Oh, holla. Hollalala. Aha, gibt's ja noch einen grünen. Mal gucken. Oh. Ja, das ist super, wenn man Augenarzt, sagen wir mal, man muss diese Hornhaut vorne wegmachen. Gut, einfach das Spiel spielen und sich solchen so ein Auto anglotzen. Da ist die Hornhaut wutsch weg. Die überlebt das keine 2 Sekunden. Das schwöre ich euch. Okay, schwören tue ich es jetzt nicht, aber es könnte passieren, ja. Und wir brauchen eine 2 Minuten 40 für eine Platin, eine 2 Minuten 50 und ja, das sollte alles möglich sein. Nur Gold sollte überall möglich sein, weil ich möchte halt die Silbertrophäe für jedes Rennen, für jede Challenge. Und ja, weil ich möchte die Platin-Trophäe bekommen für das Spiel, ja. Die ist eigentlich kein Problem, da fehlen mir nur noch 2-3 Sachen und dann habe ich das, muss das Spiel nochmal auf Extrem durchzocken. Also die Story, da mache ich aber keine Videos mehr von, also nicht wie es auf Extrem zocke, weil das ist wirklich extrem an manchen Stellen, das ist übel. Sag mal, du hast ein langsames Auto normalerweise von der Beschleunigung, also irgendwas läuft dir gerade falsch, Kollege. Na la 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 la, ja, ich spule bei sowas nicht zurück. Sag mal, ich wollte driften, ich wollte nicht den Baum küssen gehen, nee, eigentlich nicht. Und 7 Spitzkämme, 2, 3. Ja gut, geht ja sogar, also das ist nicht so viel. Ich hoffe, das hat man jetzt gehört, nicht gehört. Mein Stiefvater hat so einen geilen Klingelton für sein Handy. Der ganze Familie eigentlich auch im Sack geht, der klingelt schon, aber hey, der bleibt trotzdem. So, komm. Totenstille. Totenstille. Danke. Ups. So. So, passt. Das Einzige, sieht super geil von vorne aus und alles, aber das Heck, die Heckschütze ist ja wohl der größte Hässlichkeitsfaktor an der ganzen Karre. Guck euch das doch mal an, das ist so ekelhaft. Das ist richtig wie der Spoiler, versteckt ist. Ja, den Spoiler sieht man gar nicht. Ich meine den Auspuff. So, bremsen. Nicht dem anderen Lotus hin reinballern. Du mir auch nicht. Wow. Okay, es könnte auch lustig werden. Ja, hallo, wann, Mann? Gib Gas. Nein! Du kleiner... Bitte. Nein, ich bin ein professioneller Let's Player. Da flucht man nicht. Zumindest kommt das nicht so gut, deswegen lasse ich das jetzt mal. So, hier gibt es irgendwo eine Abkürzung. Gut, fahrt ihr mal alle aus rum. Wie ich nett. Danke. Nice. Ich weiß, der Exot mag das nicht, hier lang zu fahren, aber er muss das jetzt mal. Boah, das wird aber hier, die ersten beiden, die sind aber ganz schön mit Tempo unterwegs hier, die Kollegen.
Huhu. Ich habe jetzt gar kein Bild mehr. So, irgendwie hat das Kabel von meinem PC gerade rumgezickt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nichts gemacht. Bild ist einfach nur blau geworden. Heißt also, wenn der Fernseher keinen Empfang hat oder kein Bild bekommt. Netter PC, dankeschön. Das war ganz lustig gerade. Ja, ne? Fandet ihr auch. So, weiter. Auch gut. Aufnahme ist nicht kaputt gegangen, habe ich gerade geguckt. Ist alles in Ordnung geblieben, also... Solange das nicht bei den Formel-1-Aufnahmen passiert, wenn ich Formel-1 ins Pet Together mache. Also, da ist die nächste Wand nicht gerade weit entfernt. Oh, Kurvenlage, ich hasse dich. Dieser Wagen driftet. Wo ich sage, es besser nicht mehr. Genau, wo ich sagen wollte, der Karre driftet. Wie Sau, da hat das Bildschirm sich weggeballert. Ja, der Bildschirm ist kaputt. Ja, ich spiele jetzt gerade auf Tesafilm habe ich das projiziert. Kennt das ja. Hallo. Oh, okay, habe ich gesagt, Gegner sind... Ja, Problem, ja, wenn man so fährt schon. Der hat so ein scheiß Fahrverhalten. Hallo, die ganze Kurve. Easy going, ja, ich fahr ganz ruhig mit dir. Und dann am Ende ein Stück. Warum ich dreh erstmal, sag ich auch, ich spiel erstmal die blöde Sau. Hallo, LKW. Ich könnte sogar Platin werden, wenn ich Glück hab. Nein, es wird nicht Platin. Da vorne ist gerade das Ziel. Hallo, ich bin jetzt bei der 2-4. Ja. Sich. Ja. Ja, gut, aber Gold haben wir. Nice, nice, nice. Der Wagen ist mit Schlieren überzogen, das gibt's nicht. Das ist eine neue Rennlackierung. Goldmedaille. Mir ist gerade aufgefallen, die Videos werden, wenn ich jetzt mit über dieses Programm aufnehme, ist so verdammt klein. Hallo? 3,4 GB bei 10 Minuten. Oh, das ist göttlich. Oh, perfektes Rennen und ja, man kennt das ja. Ja, man kennt das. Challenge freigeschaltet am Limit. Das muss cool gesagt werden, weil das klingt so nach Hollywood. Genau, es klingt nach Hollywood. Was habe ich mit dir genommen? Klingt gar nichts nach Hollywood. Das ist ein Rennspiel. Das kann nicht nach Hollywood klingen. So, am Limit. Cypher, besiege die Uhr. Wagenklasse Muscle Cars. Diese Straße ist definitiv zu viel des Guten. Fahr bis zum Ende, bevor die Zeit abläuft. Okay. Stufe 3 Muscle Cars. Oh ja, haha, ihr seid nett. What the fuck, den habe ich doch frei. Ja, den LS Edition habe ich frei, okay. Sehr schwierig. Was ist so? Ist Experte schwieriger als sehr schwierig? Ich glaube, ich bleib bei dem. Ich nehme lieber sehr schwierig als Experte. Ich glaube, Experte tut nicht so gut. Ich will den nicht so brutal tun, weil. So ist perfekt. Weil der sieht da nicht so schön aus. In Schwarz nehmen wir den. Unsere kleine, Raubkatze. Ja, es ist eine Raubkatze, weil es ein Camaro ist. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Es ist zu früh. Ja, 2:30 mittags. Zu früh. Ist Ferien. Da passt das. So, wir brauchen 1,35 oder 1,40. Oh, die Zeiten liegen aber alle ziemlich nah beieinander, ne? Oh, der Wagen sieht böse aus. So böse, dass ich den jetzt wegen der Dunkelheit kaum sehe. Auch Tom. Alter Schwede, hallo, lenk doch mal. Sei nicht so asozial hier. Sag mal, das ist doch hier echt. Ich war. Spur mal zurück, ich habe jetzt keinen Bock, Leute zu starten. Es dauert mir zu lange die Ladezeit. Das kann ich mir echt gerade nicht antun. Das Fahrverhalten ist ja gerade echt LKW-like. LKW 40 Tonnen mit 50 Anhängern. So, hier. Anbremsen. Jetzt kommt kein Gegenverkehr. Willst du mich verarschen? Ne, gib doch Gas da. Oh, Leco mio, Dolce Gusto. Der Wagen hat ein Fahrverhalten, das ist ekelhaft. Ich lenke hier voll ein, ne, voll so. Der Karre aber, nee, warte, gleich. So 5 Minuten lenke ich, warte kurz. Jetzt trink mir noch ein Käffchen. Oh, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Man kennt es ja. So, könnten wir, ja, schönes Setup, ja, danke. Oh, ja, hallo, Kurve. Na, ihr hört auf zu driften. Am
ey. Ich bin ja glücklich, wenn ich überhaupt eine Medaille kriege, hallo? Das ist doch echt... Beeil dich, ich geb dir gleich, beeil dich, hier. Mann. Ja, das war jetzt aggro mit dem. Oh, komm, das ist doch jetzt so langsam, ey, das ist ja da, aber da. Nein, zurückspulen. Wie soll man mit dieser Karre denn diese Berge fahren? Das ist abnormal ekelhaft. Oh. Mann, komm rum hier. Oh. Ja. Das ist irgendwie an die Ice Age Filme. Da wollte doch dieses Mammut immer so ein Opossum sein. Das ist hier ein... Das ist ein Chevrolet Camaro, der ein LKW sein möchte. Und es auch sehr gut schafft, das zu irritieren. Also dafür Hut ab. Ja, da vorne ist das nächste. Ziel. Ja. Okay, versteifen wir schon mal auf eine Silbermedaille. Gold muss ich dann später irgendwann aber privat holen, weil ich fahre die Strecke nicht nochmal hier in der Aufnahme. Alter Schwede. Nicht so viel Tempo drauf kriegen, bei über 180 Sachen wird die Karre nicht erfahrbar. Auch schon bei 2 km/h ist sie nicht mehr fahrbar, dann denkt ihr auch schon wie sowas. Das ist super, dass die Autos immer da fahren, wo gerade der Einlenkwinkel ist für die Kurve. So lange kann ich einen eigenen Männerkoi für das Auto aufmachen, ey. Ja, ja, das ist gut. Fahr ruhig. Nein, nein, nicht driften. Oh. Okay, gut, das wird kein Gold. Ja, das wird vielleicht noch Silber. Bam, schön in reinfahren. Hat er verdient, der Scheißwagen da vor mir. Der sich gerade weggeportet hat. Silbermedaille, who cares? Ich fahre das nicht nochmal. Nicht jetzt. Das muss ich irgendwann fahren, wenn ich total relaxed bin und keinen Bock auf das, total Bock auf das Spiel hätte. Da habe ich eigentlich, ich habe eigentlich voll Bock auf das Spiel. Ich finde das Spiel gar nicht scheiße nebenbei. Also ich zock's ja gerade ziemlich viel. Mal wieder. Challenge freigeschaltet. Rally Challenge. Ja, toll. Wird ja immer besser. Die Entwickler lassen sich immer ganz tolle Sachen einfallen. Ich gebe dem bald echt eine Klatsche. So, am Rally Challenge. Rivalenrennen, besiege einen Rivalen bis zum Ziel. Wagenklasse. Was steht da? Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht lesen. Vorschau, lass den Schotter fliegen und überhole Alpine Stars im Duell dieser Challenge-Serie. Alpine Stars. Alter Schwede! Geile Karre. Okay, ich habe nicht. Wert 30.000. Nur. 3 Sekunden, ah. Sick in W. Halt. Geil. Okay, da würde ich jetzt lieber Dirt 3 spielen, als das gerade, um Rallye zu fahren, aber. Lass mir, sie haben den Wagen sehr gut imitiert. Ja, und so genau sieht er auch aus in Grau. Wir fahren in den Grau ohne Bodykit, ohne Dreckflecken. Ohne Dreckflecken, ja. Besiege einen Rivalen bis zum Ziel. Vorschau, lass den Schotter, bla bla bla. Besiege und überhole Alpine Stars. Hm. Machen wir locker. Klar. Kein Ding. Man kennt uns ja, wir gewinnen jedes Rennen. Mit Platin. Ja, ja, hüpft das. Alter, ist er dreckig. Ja, hab eine Beschleunigung mit vom Einswagen. Hallo. Es ist Dreck, hier beschleunigt man nicht. Oh, der Wagen ist ja abartig. Und von Fokus ab. Ja, wer braucht schon Spoiler? Ich finde die eh immer total überbewertet. Ich finde die auch total hässlich an Autos. Ich meine, die anderen Need for Speed Underground Let's Play. Nee, ich mag Spoiler gar nicht. Nee. Ich komme nur auf sowas. Na, halt komm. Fahr nicht die Kurve, danke. Auch okay. Wir fahren mit über 200 Sachen hallo durch die Wüste. Haben wir einen Dachschaden? Ja, haben wir. Hab ich einen Dachschaden? Sowieso. Deswegen guckt ihr meine Let's Play. Ich wollte schon sagen, das war einfach den zu überholen. Hab mich jetzt nicht gewundert, warum der plötzlich so langsam wurde, ne? Nee, nee, gar nicht. Ich habe die Kurve ja im selben Tempo nehmen können. Sieht mein Auto wieder vernünftig aus. Oh. Ich muss ja nur vom Ziel an ihm vorbei. Mehr nicht. Das ist ja total wurscht, wann ich das mache. Ich fahre sicher nicht mit Windschatten vor. Was? Dachschaden? Lass das mal bitte. Kann ich mir auch direkt in die Klippe runterstürzen.
Komm. Aus vorbei. Alpiz, das kuscht dich. Krieg ich ihn dann freigeschaltet, das wäre cool. Ich denke mal, ne? Uah. Spiel, verarsch mich, jetzt hör auf, doch mein Bildschirm geschafft zu schalten. Oder blau. So, wieder zurück. Ich habe so langsam das Gefühl, dass das Bildschirm dann immer blau wird, wenn Fraps mit der Aufnahme fertig. Also so ein Part wieder, so 4 GB voll sind. Dann schaltet das Ding immer auf blau. Hm. Liegt es daran, weil ich Firefox, Steam oder Sony Vegas im Hintergrund anhab? Ich rendere nicht, also so viel dazu. Ich hoffe, wir nehmen jetzt hier keine 10 Minuten rauf, weil ich habe keinen Bock, nochmal zwei so blaue Bildschirme hier rein zu flackern zu bekommen. Da muss ich aber nochmal gucken, weil das ist ja anscheinend ein Bug mit Fraps, der das Programm hier macht. Nice, nice. Jetzt nehme ich halt mit dem Programm hier direkt nächstes Mal auf. Das geht ja auch, theoretisch. Aber das hat auch eine Capture-Funktion. Okay, Platin kriege ich nicht. Ah, war aber knapp. Und Gold auch nicht. What the fuck? Okay. Huh. Naja, shit happens. Ich fahre das alles nochmal privat. Hallo, was? Ich weiß nicht, was das für ein Problem ist. Also irgendwie muss ich mal gucken. Wie ich das mache. Sandkorn im Auge. Oh, mit dem SLS. Das liegt anscheinend am Fraps, weil immer wenn 10 Minuten, wenn 4 GB voll sind, macht der hier nämlich kurz blau. Ich weiß nicht, ob dann irgendwie das Videoprogramm hier tick macht oder irgendwie meine Grafikkarte was macht. Mit dem Programm zusammen, weil meine Grafikkarte tickt ja normal nicht. Muss ich mal schauen, sonst nehme ich halt mit dem Programm hier direkt auf und meine Stimme nur noch einzeln, ist egal. Mal nächstes Mal anders machen, egal. So, beende das Rennen als erster Wagenklasse Mercedes-Benz SLS AMG Vorschau, behalte die Straße im Blick und kämpfe dich durch den Staub und Geröll. Okay. Oh ja. Und ein Kit können wir ihm auch dran knallen. Ja, ich möchte ihm eigentlich kein Kit dran knallen. Ne, die Felgen sehen ja total beschissen aus. Ne, ich nehme den ganz normal. Ich will den gar nicht. Ich will den keine andere Farbe. In Rot. Seit dem Wagen zu tun ist er echt ekelhaft, weil der sieht einfach so grundauf schon aus. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen, aber Und das ist ein Vorschlag, weil wir die Karriere selbst privat noch nicht freigeschaltet haben. Mir fehlt es immer noch. So, privat, ich meine jetzt so in der Garage stehen haben, der fehlt uns noch, den aber vom Level her noch nicht. Ne, mit Level 24 habe ich den auch noch nicht. Ich glaube Level 30 oder so kommt der, so mit dem letzten Level irgendwas. Ich glaub. So, komm. Soweit ich das zu glauben vermag. Man kennt das ja. So. Sandsturm. Komm, ersten Wetten dürfen abgeschlossen werden. Wie viele Autos nehme ich mit? Zäune lassen wir mal besser, da habt ihr schon die erste Wette gewonnen. Wie viele Autos ich hier wohl mitnehmen werde in dieser Wüste? Alter, die Gas hier will. Hallo? Hallo? Nein, nicht hinten reinbrettern! Geh weg da! So, irgendwie läuft hier gerade was falsch. Ich bin ein bisschen schnell. Die Gegner. Fahren wir über 300 Sachen hier durch die Wüste, ist doch ganz nett. Das reicht, wenn Sandsturm ist, man nur gerade mal 5 Meter weit sehen kann. Das ist eine Top-Idee. Sollte man vielleicht auch mal probieren, wenn man unbedingt suizidgefährdet ist und sich ein Mercedes SLS leisten kann. Das ist natürlich vorausgesetzt. Ich hoffe mal, beides stimmt nicht. Also, wenn ihr euch ein SS leisten könnt, herzlichen Glückwunsch nebenbei. Könnt ihr mir auch einen abgeben. Und er zweiter. What the f. Ah, erster wollte schon sagen. Also zweiter, dann wird's aber jetzt hier langsam lustig. Ja, ich bin nicht umsonst an dem LKW lang geschraubt, weil sonst hätte das ein bisschen eng werden können gerade. Na gut, die Gegner hat das ein bisschen eingeschüchtert. Ja, das sind meine fahrerischen Skills. Aber Spiel, warum immer, wenn ich sowas sage, warum lässt du mich dann immer ins nächste Auto reinrasen? Es ist irgendwie. Oh, das könnte sogar Platin werden. Wenn ich jetzt hier. Nee, doch nicht. Okay, kein Platin. Ist okay, ist okay. Okay, Platin. Ich muss einfach diesem einen Nisser nicht hinten reinrasen, sonst hätte ich Platin. Aber 2 Sekunden, das ist doch keine 2 Sekunden gedauert, weil ich hinten reingeballert bin wie ein Blöder. Nur wie ein Vollidiot, aber hey. Rennen beendet, ja, wieder XP. Die Challenge-Serien bringen so wenig an XP für den Level. Da sind die Online-Rennen echt schon viel, viel besser.
Ja, wir haben den Lamborghini Miura freigeschaltet, weil wir überall Punks mit haben. Und ein neues Profilsymbol. Und einen neuen Profilhintergrund. Und einen neuen Profilhintergrund. Oh, der gefällt mir. Mit Waffen. Das ist auch mal was Nettes. Hat zwar nichts mit Need for Speed zu tun, aber hey! Auch wenn wir so One schon. Indirekt. Also, ein bisschen. Die haben uns in so One ganz offen mit dem Auto. Unser Auto zerlöchert. Zerlöchert? Gelöchert. Ach, keine Ahnung, was die getan haben. Die haben irgendwas mit unserem Auto gemacht. So. Als nächstes fahren wir dann auf jeden Fall den Winterzauber, weil dieses Foto einfach so schön ist. Und mit zwei weiteren Autolock-Empfohlungen kriegen wir den. Ja, weil ich gerade durch die Autolock anhabe, geht das natürlich so ganz toll. Ja, auf jeden Fall sind wir das nächste Mal wieder bei Let's Play Need for Speed One. Ich bin der Ebene 5 und ich sag mal, bis dann.